Hallo und herzlich willkommen. Es ist ja schon ein Weilchen bekannt, dass Wasserfälle ein Glory Hole sein können. Hier sieht man einen Wasserfall ziemlich offensichtlich. Das hier ist ein Wasserfall, der unter dem Wasser ist. Unter dem jetzigen Wasser. Dieser Wasserfall ist schon etwas älter, bestimmt mehrere tausend Jahre zurück. Und wir haben das mal unten prospektiert. Da, wo ich jetzt meinen Finger hinzeige, ist der Prospektor. Und zwar beim alten Wasserfall. Wir haben uns eine Luftversorgung geschnappt. Hier sieht man den Schlauch schön. Und dann ging es natürlich runter. Da sieht man die Luftblasen. Und hier die Luftversorgung. Übrigens ist es gar nicht so teuer, so eine Luftversorgung. Jetzt kommt der Prospektor nach oben getaucht. Ich habe eigentlich nur die Aufgabe gehabt, ihm die Bütte abzunehmen. Hier sieht man die schönen. Und eine Leere mitzugeben, damit er wieder nach unten tauchen kann und unten weiter buddeln kann. Mit der Schaufel. Ja, das ist nicht ungefährlich. Also man sollte da ein bisschen aufpassen und schon Erfahrung haben. So ist das nicht. Hier sieht man wieder nochmal unsere Luftversorgung. Das Ganze wurde ausgewaschen, natürlich wie immer mit der Kien A52A. Oder A52 nur. Ja, nur A52. Das Ganze von der Geologie her ist eigentlich Kalkgebirge. Man sieht hier die Schichtungen, die einzelnen Schichtungen. Und das Besondere daran ist, dass in diesem Gebiet ein Goldgletscher durchgelaufen ist. Hier sieht man nochmal die einzelnen Schichtungen. Ganz klar zu erkennen, Kalk. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mal die kompletten Schichtungen abprospektiert. Hier sieht man noch einen Teil davon. Und ich habe hier teilweise sehr viel Black Sand drin gehabt und natürlich auch vereinzelt Goldanteile. Aber keine besondere Menge. Das ist übrigens ein Teil der Goldausbeute. Schön jetzt gerade fotografiert von mir. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich bitte und damit ihr praktisch keine anderen Videos von mir verpasst. Ich wünsche euch noch, wenn wir uns auf diesem Kanal nicht mehr sehen sollten, ein gesegnetes, friedliches Weihnachtsfest. Glück auf!